Hygiene und Mike Singer wichtig. Hi! Hi! Boah, ich bin schon voll paranoid. Die Post war gerade da. Und hat das gebracht. Ein Paket. Sunny ist ja ein sehr großer Mike Singer-Fan. Und da ist, wenn mich nicht alles irrt, die Paranoid-Box oder drin. Die Gummipuppe. Und warum bist du jetzt paranoid? Wir haben diesmal einfach bestellt, ohne zu schauen, was da überhaupt drin ist. Also natürlich wird es das Album sein, die Albumbox, aber ich habe mich ferngehalten von Mikes Videos, wo er die Inhalte zeigt, weil ich mich überraschen lassen wollte. Und dir ist es wirklich schwer gefallen, bei mir ging so. Du hast auch nicht geschaut, ne? Nee, ich weiß auch nicht, was drin ist und bin sehr, sehr gespannt, was du da bestellt hast und ob ich es jetzt doch bereue, dass ich keine habe. Sunny, dir gebührt die Ehre. Dann starten wir. Bitte öffnen Sie. Live-Reaction. Okay, es ist die Box. Also ja, ist voll unangenehm. Die Pornosammlung. Boah, ist voll rosa. Wow. Ich finde die Rückseite mega schön. Die ist wirklich schön. Es spiegelt ein bisschen wahrscheinlich. Aber die ist echt schön. Okay. Paranoid. Auch mit Mikes neuem Tattoo hinab. Das ist mal Commitment für ein Albumcover, neues Tattoo stehen. Die ist echt schön. Kann ich mir mal anfassen? Ich will den Mike mal anfassen. Jetzt können wir es ja nochmal zeigen. Ja. Da steht drauf, was drin ist. Oh nein, ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Ja, ich dann nicht. Dann zeigen wir es jetzt kurz. Also das ist alles drin? Die Frage ist ja, paranoid? Und ich würde sagen, ja. Aber du, ich glaube, Fall. Ich finde, das ist eine total, also erstmal schon mal so First Impression, ja. Total geiles Format. Also nicht dieses Stimmt, standardmäßige ja. Viereckige oder so, sondern wie so ein Buch. Ist schön kompakt, ja. Und jetzt kommt nämlich das Öffnen. Was ich mir nämlich gerade schon dachte, finde ich nämlich auch geil, dass die so zu oh, öffnen ist. Ja, also dass sie nicht einen Deckel hat, sondern wirklich so eine Aber Klasse. Ja, öffne nochmal langsam. Ohne zu. Es fällt gleich alles raus, ich sehe nämlich gar nicht. Das ist wie so ein Buch. Wow. Okay, alles schwarz innen. Okay, sehr edel. Passt sehr zur Box. Ein Polsterpapier in schwarz. Wow. Das so ist ja geil. Sieht aus wie so Nebelrauch oder so. Ja, schau mal, also es passt sich gut an auf jeden Fall. Oder vielleicht ist das auch was zum Anziehen. Eine Cappy. Wow. Cool. Wow, das sieht total toll aus. Danke. Okay. Gleich noch was zum Anziehen. Eine Paranoid-Maske. Die kennt man schon, oder? Ja, ich hab's echt gehofft irgendwie. Oh, aber die ist cool. Magst du die mal anziehen? Ich glaube, man sollte noch einen Filter drunter tragen, wenn man sich und andere schützen will. Okay, sieht voll klein aus, ne? Ich voll. Also ich meine, du hast ein kleines Gesicht generell. Das ist ganz gut. Das wirkt sie doch eher groß. Okay. Cool, ich find, okay. Also, nein, okay, ich finde. Ich würde sie waschen. Ja, okay, riecht sehr chemisch. Nee, nicht so krass chemisch. Und Lippenstift. Ich finde sie ein bisschen dünn, muss ich sagen. Ja. Also, so als Ding, aber also als Accessoire. Für ja. Fotos und so. So über der Maske. Vielleicht auch so. Ja. Vielleicht wird das ja der neue Trend auch. Ja, so Lagenlook mit Maske. Ja, ich finde das schön. Ich mag das Design total gerne. Voll, ich finde das allgemein geil, ja. Dieses. Neue Paranoid-Design. Der Druck ist auch wirklich schön, das muss man auch sagen. Also nicht so billo verpixelt oder so, sondern ja, echt schön. Ja, also mir gefällt es auch sehr gut und ist halt mega praktisch gerade, weil die wird... Und wirkt auch ganz stabil eigentlich. Stabile Leistung. Stabile Leistung, Mike. Ich habe schon was entdeckt, was da passend dazu ist. Kriegst du es nicht auf? Nee. Das kriegst du auch nicht auf. So, man muss die präsentieren. Aha. Ist das eine Flasche für Desinfektions? Ah, riecht es gut? Nichts drin. Ach so. Zum Befüllen. Ah, das ist aber das cool. Das ist geil, ja, weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch so große Spender und ja. So. Ja. Und das ist und schön für die Handtasche. Und genau, dann kann man sich das so hinmachen da, ne? Genau. Es wird jetzt ein bisschen eng, aber so kannst du immer, wenn du einfach... Das ist voll echt, ich finde es gar nicht so dumm. Ne? So, weißt du, wenn du einfach präsentieren möchtest, ja, mir ist Hygiene wichtig. Und Mike Singer. Und Mike Singer. Mir sind Hygiene und Mike Singer wichtig. Dann kann man da einfach, zacki. Und wie schön, einfach für Freunde so, ne? Ich weiß dann auch so, ja, danke schön, super, sauber. Ich meine, man kann es auch um den Hals hängen, Kette. Ohrring? Du hast doch Tunnel. Ja.
Wow! So macht man das. Das ist mega cool. Ich finde es eben cool, dass es wieder füllbar ist. Weil so hat man Mike immer bei sich. Corona-mäßig schon mal gut gedacht. Ja, also da ist man schon mal ausgestattet. Voll. Also find ich vor allem cool, dass er das so nutzt, weil jetzt ist ja gerade so die Zeit, wo es halt für Künstler nicht so einfach ist, weil man auch nicht auftreten kann und so, und dann zu sagen, so, okay, wenn dann ne, Konzerte wieder möglich sind. Also mit Desinfektionsgel-Ding habe ich auch noch nicht. Kappi hatte ja auch schon so einen Mundschutz. Das fand ich schon cool, aber mit dem Desinfektionsgel. Ja, vor allem, weil das ist halt, das schmeißt du nicht weg, sondern das ist halt wieder befüllbar. Das ist halt auch saugut. Also ich will wissen, was das ist. Die Box spricht mich an, sieht so nach Parfüm aus. Ja. Wie geil wären das? EarPods. Ach, wie krass. Okay. Ich liebe dieses Paranoid-Design. Das ist einfach so schön. Das kann man sich dann auch voll noch schön irgendwie so ins Regal stellen. Ja, mega. Oder was reintun. So jemand fragt, oh, was Armbänder ist? Und Ohren oder so als Schmuckding. Instruction Manual. Okay. Team Singer. Boah, ich bin Team Singer Wireless Bluetooth. Ach, wie geil. Set. Geil. Wie schön. Oh mein Gott. Also ist ein Ladekabel dabei. Das Case ist ja mega schön. Also auch hier wieder mit Schrift. Gold. Das ist ja mega schön. Machen wir auf. Es leuchtet. Okay, man muss dazu sagen, wir haben beide keine Earbuds. Ja, aber ganz ehrlich, also ich bin tatsächlich nicht so der Fan davon. Ja, ich auch halt, nicht. Das sieht halt aus, wie jeder ja sagt, so wie so Zahnbürstenköpfe. Und ich denke mir halt auch, wenn die rausfallen, dann ist halt blöd. Ja, sehr blöd. Aber die finde ich jetzt auch ein bisschen, mit dem Gold finde ich schön und halt ein bisschen unauffällig, wenn man dunkle Haare hat zumindest. Und nicht dann sowas Weißes da. Ah. Ja, genau. Da sollten wir gleich mal hören kurz, gell? Ja. Ich finde es auch geil, dass sie schon, es war ja bei der Powerbank beim letzten Mal auch schon, dass sie schon so ein bisschen vorgeladen sind. Sehr gut. Und dann hören wir jetzt natürlich Mike, oder? Genau. Ich überlege gerade, welchen Song. Ich würde sagen, immer schlimmer. Team Singer ist voll cool. Team Singer, damit connecten wir jetzt. Das ist ja endgeil. Aha. Und dann hören wir schon mal gleich mal den ein oder anderen Song vom neuen Album. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit, eigentlich müssen wir mit dem ersten anfangen, aber mit immer schlimmer an. Das ist nämlich momentan so mein Favorite, so aufs erste Hören. Ja. Schreib mal in die Kommentare, was dein Lieblingssong vom neuen Album ist. Also das ist jetzt volle Lautstärke. Okay. Aber wenn du jetzt forschst, ist das beide drin? Ja. Also es ist auf jeden Fall laut. Es sind solide auf jeden Fall. Ja, ich finde sie gut. Also das kann man machen. Oh, voll süß. Tun auch nicht weh im Ohr, das ist mega angenehm. Merkt man gar nicht, gell? Die hängen da so drin irgendwo. Und ich habe eigentlich immer Probleme mit so Kopfhörer-Dingern und so. Krass. Also solide Leistung. Mhm. Also finde ich gut. Boah, wie die klicken. Das ist so schlimm, weil wir sind gerade schon so. Wir sind viel zu heilt darauf, dass es überhaupt ist. Echt so. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also für den, man muss einfach auch immer Preis-Leistung sehen. Ja. Und es ist bestimmt nicht die Apple EarPod-Qualität. Nee. AirPod. Das sind AirPods. Ja, aber stimmt. Das steht auf EarPod. Es ist bestimmt nicht die Apple EarPod-Qualität. AirPod. Also es ist bestimmt nicht die Apple AirPod-Qualität, glaube ich. Kann ich auch. Aber es ist halt auch ein ganz anderes Preis-Leistungs-Ding so. Und ich finde die auf jeden Fall, die sind stylisch, die sehen cool aus. Mega. Die sind jetzt ein Teil von der Box. Aha. Und halt total die coole Idee. Also es sind bisher halt einfach keine Sachen dabei, die dann einfach so rumliegen. Ein T-Shirt in One Size oder so. Ja. Weil das war jetzt mein Horror, dass da. Ja, dass da eine Cappy ist, die einem nicht steht. Oder eben diese T-Shirts dann, die man dann als Schlafshirt anzieht, weil sie halt irgendwie vom Fit nicht so gut sind. Und es ist dann cool, das zu haben, aber. Ja. Man kann, aber das kann man wirklich benutzen. Das sind jetzt alles Dinge, die man wirklich gut benutzen kann. Ich finde sie auch cool und bereue ein bisschen keine Box zu haben. Schauen wir mal. Gibt ja noch welche. Link ist in der Infobox. Wir gucken mal, was noch so drin ist. Mhm. Wir überspringen jetzt natürlich das Herzstück erstmal. Und das finde ich ja mega cool. Wie passend. Also einfach wie cool, jetzt, wenn man jetzt so Ende November ein Album rausbringt, einen Adventskalender da rein. Und der ist voll schön, der hat vor allem eine total süße Größe. Der sieht richtig cool aus. Ist das ist Schokolade, oder? Was sonst? Ja. Oh, und mit jedem gekauften Kalender spenden sie automatisch 1 Cent für World Vision Projekte gegen die Corona-Pandemie. Total cool. Ach, gegen die Corona-Pandemie? Ja, total geil. Das ist ja mega stimmig, das ganze Konzept. Mhm. Man kann ihn so aufstellen.
Aber ich sehe schon, also er ist mit Vollmilchschokolade. Das heißt, für mich fällt es flach, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich muss sagen, ich bin ja eh nicht so bei Schokolade. Schmeckt halt einfach immer solide. Das stimmt. Ich finde sie sehr gut. Typisch Adventskalender, oder? Ja, also ich nochmal. Ich bin ja immer, ich mache ja immer den Geruchstipp. Mhm. Ja, das riecht absolut einfach nach Adventskalender-Schokolade, die man eigentlich nicht mag, aber zum Advent gern mag. Voll. Die erinnern mich auch so ein bisschen an diese, was es auch um die Adventszeit ja immer gibt, sondern diese Weihnachtslollis. Ja. So schmeckt die Schokolade so ein bisschen. Geil. Wenn du auf diese Schokoladen-Lollis stehst, dann ist der, also dann musst du auf jeden Fall die Box von Mike Singer kaufen, weil... Ja, dann, wie cool ist das einfach? Das ist das mega cool. Nur diese ganz trashigen und so. Ich finde das ja eh cool, dass es jetzt immer im Merch sowas gibt. Aber dass es in der Albumbox dabei ist, ist einfach so cool. Das Album mit 12 Songs. Ja. Gut, das wissen wir jetzt von Spotify schon. Ja. Aber auch, das ist so schön gestaltet. Mega. Das hat vibriert. Oh, ist das gechippt? Das war jetzt voll weird, ich hab das weggenommen. Ist das so schade? Oh mein Gott, wie schön! Okay, ich bin jemals hat. Ich glaube, ich bestelle mir right away noch eine. Also schon mal, was ich jetzt schon mal geil finde, also tatsächlich kauft man ja einfach immer weniger CDs, das ist ja, ja so. Und es ist auch so, ich habe jetzt noch einen CD-Player, aber es gibt ja wirklich welche, die haben keine Laufwerke mehr. Also die können CDs einfach nicht mehr anhören. Aber wie cool ist es, man hat einfach die CD und zwei Downloads, also das Album zum Download und die Karaoke-Version. Texte für die Karaoke-CD. Und wir sehen schon, was kommt. Ja. Wow. Poster. Das ist cool gemacht. Mega cool. Und ist das rosa? Weißt du, wie ich es früher gemacht habe, wenn das so war? Wie denn? Das ist ein Lifehack. Wenn man jetzt das Poster aufhängt, dann hat man ja keinen, also dann sieht ja die CD so aus. Ja. Und dann habe ich mir immer vom Cover eine Farbkopie gemacht und habe die CD vorne reingesteckt, damit ich das Poster dann aufhängen konnte. Wow. Und wenn das könnte ich jetzt direkt hier aufhängen. Das passt halt in deine Wohnung 1A. Wow. Wird es im nächsten Video im Hintergrund hängen? Vielleicht, aber nee, ich müsste mir erst eine Farbkopie machen. Also ich finde, die Box ist einfach nicht so vollgestopft. Aber dafür ist halt auch kein unnötiger Scheiß drin. Ja. Also natürlich wären jetzt so Sticker oder Tattoos oder so noch cool gewesen, aber letztlich, ich würde sie eh nicht hernehmen, weil ich sie ja nicht mehr dann nochmal als Ersatz habe. So. Ja. Und lieber hat man dann so ein paar gute Sachen oder eben so ein cooles, also ich mag dieses elektronische Gadget. Ja. Das fand ich beim letzten Mal mit der Powerbank schon geil, die ich wirklich viel benutze. Und jetzt einfach AirPods oder EarPods. Wie auch immer. Ja. Wie cool. Also ich bereue es nicht. Ich finde es stimmig und wie du auch gesagt hast, ein Konzept dahinter. Ja, irgendwie. Voll. Ich finde, das ist eine richtig geile Box. Ich finde auch wirklich alle Songs, die er auch schon released hat. Paranoid kam ja schon mega früh dieses Jahr, voll. Oder? Man kann sie immer noch anhören. Also ich habe ihn noch nicht satt gehört. Ich finde die Tracklist stimmig. Also man kann es wirklich so durchhören. Und das ist so ein total angenehmes Album, dass man einfach von Song 1 bis 12 so durchhört. Yeah. Und zwar nicht auf Shuffle, sondern wirklich, das ist stimmig irgendwie. Mhm. Obwohl... kontroverse Meinung. Ich finde, wenn Song 3 bei ist und dann kommt Panik und Paranoid, also alles Songs, die man wirklich schon kennt, so, dann hat man die natürlich jetzt auch schon ordentlich oft gehört. Ja. Und dann nimmt mir das so ein bisschen dieses neues Album-Flair. Stimmt, ja, wenn so man dann tendenziell eher mal skippt, so den einen oder anderen. Also Paranoid würde ich nie skippen, aber so... Aber beim Panik schon. Fand ich das gerade richtig. Panik vielleicht. Aber so hat ja jeder seine Meinung. Also ja. Da sitzt bei mir so von der Tracklist. Aber es ist dann trotzdem, ich glaube, jemand, die Songs noch gar nicht kennt, da ist es halt einfach stimmig. Also das ist nicht so, manchmal sind da auch so viele ruhige Songs hintereinander oder so. Das ist da halt gar nicht. Das okay, trägt cool. einen wirklich gut durch irgendwie. Wenn du Mike Singer-Fan bist, dann schreib uns unbedingt mal in die Kommentare, ob du ihn schon mal live gesehen hast und wenn ja, wo. Und was du da erlebt hast mit ihm. Mit ihm erlebt man ja wohl immer irgendwie was. Und wenn du das gemacht hast, kannst du dir hier das Unboxing von der Kapitel X-Box von den Lochis anschauen. In der ASMR-Version. Oha. Und hier findest du unsere Parodie zu Paranoid. Also da haben wir mit Ukulele einfach einen neuen Text drauf gesungen. War ganz witzig. Tschüss. Tschüss. Schöner Print.